皆さん、こんにちは。ケルンの日本文化会館の館長の相沢圭一です。日本でもドイツでも今、コロナの感染者数がうなぎ上り、最高の数値を連日更新している状況になっていて、私たちのケルンの日本文化会館も閉館中です。このコロナがもたらした新しい日常性をテーマにするシンポジウムの第2回、しかし閉館ではありますけれども、このホールを使って生中継でお伝えをしたいと思います。今日はその第2回ですけれども、全体を通じて篠平陽子さんに今日も日独両言語館の通訳をお願いいたします。よろしくお願いします。Guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Aysa Keiichi und ich freue mich, Sie als Direktor des Japanischen Kulturinstituts zu unseren heutigen Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Japan und Deutschland kämpfen beide nach wie vor mit weiter steigenden Infektionszahlen. Die Werte überschreiten jeweils immer den Vortageswert und somit ist auch unser Institut aktuell geschlossen. Allerdings möchten wir Ihnen unsere Veranstaltung trotzdem nicht vorenthalten. Wir haben vor diesem Hintergrund beschlossen, unsere zweite Veranstaltung unserer Serie Neue Normalität über Zoom zu übertragen, und die Veranstaltung wird auch wie beim letzten Mal deutsch-japanisch konsekutiv verdolmetscht. 今日のメインゲストは岡田俊樹さんです。岡田俊樹さんは日本ではもちろんドイツで最も活躍していらっしゃる日本人演劇作家の一人です。ちょうど1年前、岡田さんはミュンヘンの老舗劇場であるカンマンシュピールで The Vacuum Cleaner という作品を制作して初演なさいました。この作品はドイツでとても高く評価されて、ベルリン芸術週刊のテアタートレフェンから2019年度にドイツ語圏で上演された、全部で432公演の中で最も注目すべき10作品に選ばれました。Unser heutiger Hauptgast ist Herr Okada Toschki. Ist nicht nur in Japan, sondern auch in Deutschland einer der meistgefeierten japanischen Theaterregisseure. Genau vor einem Jahr inszenierte er The Vacuum Cleaner bei den Münchner Kammerspielen. Das Werk feierte dort seine Premiere und wurde danach in die Zehnerauswahl 2020 aufgenommen, für die Jurorinnen und Juroren vom Theatertreffenteam der Berliner Festspiele insgesamt 432 Inszenierungen in 56 Städten in der Saison 2019 besucht hatten. Ja, まず前半、国公演で、逐次通訳を合わせて約1時間、岡田さんに上演の場で生起するフィクションという現象としての演劇についてお話をいただきます。休憩を挟んで後半は、岡田さんの作品のドイツ上演の翻訳をずっと手がけていらっしゃる、トリア大学日本学の教授でいらっしゃるアンドレアス・レーネルスベーガーさんに加わっていただいて、パネルディスカッションを予定しています。Im ersten Teil unserer heutigen Veranstaltung wird Herr Okada über das Theater als Phänomen der Fiktion, das in der Aufführung entsteht, einen Vortrag halten. Wir haben dafür circa eine Stunde vorgesehen. Danach folgt eine kurze Pause. Nach der Pause ist ein Podiumsgespräch geplant, für das wir Herrn Professor Dr. Andreas Regelsberger, Japanologe an der Universität Trier, ebenfalls mit auf die Bühne bitten werden. Er hat auch zahlreiche Projekte von Herrn Okada begleitet. ちなみに岡田さんはおとといからこのホール、この舞台で想像することをテーマにするワークショップを行っていただきました。で、その様子は私たちの YouTube のサイトで近日公開する予定にしています。岡田さんとこのワークショップでは通訳を務めてくださったレグスベーガーさんに、こんなに長い3日間という時間をお付き合いいただいていることにまず心から感謝したいと思います。Im Übrigen fand in diesem Saal die letzten 2 oder 3 Tage ein von Herrn Okada geleiteter Workshop statt. Dabei ging es um das Thema Vorstellung, also im Sinne der Imagination, also Vorstellungskraft. Und Auszüge aus diesem Workshop werden wir demnächst auf unserem YouTube-Kanal ebenfalls veröffentlichen. Mein ausdrücklicher Dank gilt Herrn Okada sowie Herrn Professor Dr. Regelsberger, die in den vergangenen Tagen sich auch so viel Zeit für uns genommen haben, dieses Programm in unserem Hause zu veranstalten. パネルディスカッションのテーマはコロナの後、コロナからコロナ後の演劇をめぐる状況についてです。そこではお二人のコメンテーターの方にも加わっていただきますが、先ほどゴルク職員からもご紹介があった通りです。で、お二人とも日本の演劇事情にも詳しくって、コロナ後の演劇を向かってについて、また岡田さんの作品についてさらに活発な
議論をしていただくことになります。Das Thema unserer Podiumsdiskussion wird den Fokus auf das Theater nach der Corona-Pandemie richten. Dabei werden wir noch zwei weitere Kommentatoren online begrüßen dürfen. Einmal Frau Martin Denwald, sie ist Dramaturgin, und Herrn Julian Koymann, er ist für Kulturveranstalter, wie bereits vorgestellt von unserem Kollegen Herrn Golk. Beide sind ebenfalls sehr vertraut mit der japanischen Theaterszene und es wird sich daher bestimmt ein spannendes Gespräch ergeben, über das Theater in der Post-Corona-Zeit sowie über die Werke von Herrn Okada. Diskussion ist etwa 12 Uhr半頃, 日本時間で 20 時半頃までを予定しています。ご覧の皆さんは、もしご質問が終わりでしたらば、その時間までに、12時半頃までにご質問をお寄せください。先ほどもお話ありましたけれども、Zoom の画面の下の方に Q&A という機能がございますので、そこを押してご質問をなるべく短い文章の形でお寄せください。そこからの30分は、そこまでにいただいたご質問について、私の方で取りまとめてパネラーの方々にお答えいただくようにしたいと思います。Geplant ist diese Gesprächsrunde bis ca. 12.30 Uhr deutscher Zeit. Sie, liebes Publikum, haben natürlich auch die Gelegenheit,bis dahin Fragen in den Frage- und Antwortkasten einzugeben. Den finden Sie unten auf der Zoom-Leiste. Und wir bitten Sie dabei, sich kurz zu fassen. Die letzten 30 Minuten werden wir schließlich dazu nutzen, um auf einige Ihrer Fragen einzugehen. Nun möchte ich die Bühne freigeben für Herrn Okada. Sie haben das Wort. Hi. Konnichiwa. もうすぐこの2020年も終わりますね。Guten Morgen oder guten Tag, meine Damen und Herren. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 演劇を作る人間としての僕にとって、今年は場所というものについて、今までにない、仕方で、今までにないくらい、根本的に考えるという機会を与えられた年でした。Für mich als Theaterschaffender war das Jahr 2020 ein Jahr, in dem ich mich grundlegend mit dem Thema Ort des Schaffens befassen musste. というのは、言うまでもありませんが、今年場所というものが、奪われるという経験を私たちがしたからです。Das hat folgenden Hintergrund. Dieses Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass uns der Ort des Schaffens einfach genommen wurde. 演劇において場所っていうものが大事なものであるということは、もちろん分かっていましたけれども、このようにして、その場所を奪われるということが、起こるということを、そこまでこう真剣に想定したことはありませんでした。Natürlich ist es uns bewusst, dass der Ort des Schaffens für das Theater besonders essentiell ist und als Wissen hatte man das immer im Hinterkopf. Doch wir haben nie damit gerechnet, dass uns dieser Ort einfach von heute auf morgen genommen werden könnte. はい。で、そういったことが、現に、起こったわけですね。例えば、今僕がいるここの場所から、もし重力がなくなったらとかって、いうことを本当にこう、真面目に、考えるということをする気には僕はならないわけですけれども、そのぐらいのこととして演劇の場所が奪われるってことは起こり得ないと、思ってたんです。これまでは。でもそれが変わりました。Aber das ist tatsächlich passiert. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Schwerkraft von heute auf morgen verschwinden würde,Was würden Sie machen? Eigentlich beschäftigt man sich nicht mit solchen Fragen, denn es ist so unrealistisch, dass so etwas passieren würde. Und genauso erging es uns mit dem Ort des Theaters.
Wir hatten eigentlich nie damit gerechnet, oder ich hatte niemals damit gerechnet, dass uns eines Tages dieser Ort des Schaffens von heute auf morgen genommen werden könnte. まあ、そういった、ふうにあの場所について、今までにない、なくこう、根本的に考えるという機会を、与えられたということは、まあ、必ずしも悪いことではなかったと、思ってます。Allerdings muss ich auch zugeben, dass es vielleicht gar keine schlechte Sache war, dass ich nun die Gelegenheit erhielt,über den Ort des Schaffens nachzudenken. 演劇において、場所が、場所とは何か、場所とはどのように重要か。Wenn ich mir beim Theater überlege, was ist eigentlich dieser Ort des Schaffens für das Theater? Wie wichtig ist dieser Ort eigentlich für uns? 演劇というのは、あの、フィクションを生み出すことができる、方法、仕掛けですけれども、そして演劇で生み出されるフィクションというのは、あの、ある、現実的な場所において、生じます。Wenn man Theater als eine Möglichkeit betrachtet, um Fiktionen zu schaffen,ist wiederum die Fiktion quasi ein Phänomen. はい、もちろん、フィクションを生み出す形式というのは演劇の、専売特許では、ないです。あの、他の形式にもいくらでも、フィクションを生み出す形式はあります。まあ、例えば、映画であったり、小説であったり。Natürlich ist es nicht nur dem Theater vorbehalten, Fiktionen zu schaffen. Es gibt Filme, es gibt auch Romane. 映画において、例えば僕らが映画館に、行き、その映画が、生み出すフィクションを体験、するとき、そのフィクションというのは、スクリーンの中で、起こります。つまり、それを、見ている私たちが身を置いている映画館の中で起こっているというわけではないということです。Allerdings besteht hier ein Unterschied. Im Film zum Beispiel.Begeben wir uns ins Kino und wir erleben dort tatsächlich eine Fiktion, aber die Fiktion selbst geschieht nicht im Kinosaal, sondern auf der Leinwand. 小説のようなこう文章による、フィクションもそうです。私たちは本を、まあ、自宅のリビングで読むことも、カフェで読むことも、電車の中で読むこともありますけれども、その時に私たちが、いる、実際の場所で今、読んでいる、フィクションが起こっているというふうにはあの感じないですよね。Ebenso ist es beim Roman oder bei Texten. Wir können unsere Bücher im Wohnzimmer lesen, auf dem Sofa oder im Zug.Und die Fiktion ereignet sich unabhängig von dem Ort, an dem wir uns gerade aufhalten. あの、まあ、例えば小説であれば、その小説を、その文章を読んでいる、私の、頭の中で、そのフィクションは生じているというふうに、感じる、そこの今自分のいる場所で起こっているというよりもそういうふうに感じているはずです。Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, dann geschieht die Handlung vielleicht in meinem Kopf, aber nicht physisch an dem Ort, an dem ich mich gerade aufhalte. 一方で、演劇が、あの、生じさせるフィクションっていうのは、あの、ある場所において生まれます。あの、上演が行われる、舞台と、
それと一続きになっている、観客席にいる、人、お客さん、との間で がいるその場所で、そのフィクションは起こる。つまり演劇ではフィクションは、それが、生じる、そこに宿ると言ってもいいと思いますが、場所に起こります。その意味で演劇では場所が、必要であり重要です。 Beim Theater entsteht die Fiktion ein wenig anders. Hier sind wir mehr ortsgebunden, denn der Aufführungsort, meistens eine Bühne, und dann das Publikum oder der Ort, an dem sich das Publikum befindet, gehen nahtlos auch physisch über. Und hier in diesem Gesamtraum entsteht die Fiktion. Deshalb ist es für uns als Theater sehr wichtig, dass wir einen bestimmten Ort haben, an dem diese Fiktion auch entstehen kann. 演劇のフィクションは現象として、生じるのだというふうに、言えるとも思います。そして現象が起こるには、場所が必要です。虹という現象が起こるためには、それがかかる空が必要であるように、演劇という、フィクション、演劇が起こす現象としてのフィクションが生じるためにも、例えば劇場、舞台といった場所が必要です。Man könnte sagen, dass eben deswegen Theater oder die Fiktion, die wir im Theater hier schaffen, ein Phänomen ist. Und um ein Phänomen entstehen zu lassen, brauchen wir einen Ort des Phänomens. Wenn man einen Regenbogen als Beispiel nimmt, braucht man auch einen Himmel, an dem der Regenbogen entstehen kann. Für das Theater ist es eben der Ort, die Bühne oder der Theatersaal. で、そのように、演劇にとって重要な場所というものがを、場所というものが奪われた。その場所において、上演を行い、そしてそれに、一続きとなった場所でお客さんが立ち会い、そうやってそこに現象が生まれるのを体験するという、ことを構成する、ことが、叶わなくなった。それが今年起こったことです。Und dieser Ort wurde uns also genommen. Das heißt,Wir hatten keine Bühne mehr, auf denen wir unsere Aufführungen stattfinden lassen konnten. Und wir hatten auch keinen gemeinsamen Saal mehr, keinen gemeinsamen Ort mehr mit dem Publikum, an dem das Publikum auch dieses Phänomen erleben konnte. Das alles wurde 2020 unmöglich gemacht. その点、その場所、そのフィクションが、場所を、必要としない本という形式、テキストっていう形式は、非常に、この状況の中で、力を発揮しましたよね。僕は、僕は個人的には、今年、この数年の中でも、圧倒的にたくさん本を読むことが、できました。それは時間があったということも一因ですけど、そのような状況に関わりなく、文章が生み出すフィクションというのは、従前な形で、その力を発揮する、してくれたからです。In dem Sinne kann man vielleicht sagen, dass in diesem Jahr das Medium Buch oder Text tatsächlich hier zum Zuge kam, denn ich persönlich habe in diesem Jahr unheimlich viele Bücher lesen können, hatte wahrscheinlich zum einen auch damit zu tun, dass ich die Zeit dafür hatte, aber nicht nur das, weil eben das Buch oder die Texte als Medium eben dafür geschaffen sind, um die Fiktion auch so entstehen zu lassen, ohne dass man noch zusätzliche Sachen benötigen würde.
でもここでは演劇を作る人間としての立場から、話すつもりなので、この状況を、もちろん危機的なこととして、話していきます。Nun stehe ich aber oder sitze heute hier vor Ihnen als Theaterschaffender. Insofern möchte ich natürlich auch noch einmal den Fokus auf das Theater richten. Und für uns als Theaterschaffender ist das tatsächlich eine große Krise. 演劇は、演劇というフィクションは、現実の場所に、の中に生じる、その中に宿ると、言いました。このことは、演劇っていうフィクションは、ある種の危険を冒しているということだと言えます。Ich hatte erwähnt, dass, eben die Fiktion im Theater tatsächlich in der Realität entsteht. Und das ist tatsächlich eine gewisse Gratwanderung, die auch risikobehaftet ist. はい、どういう危険かというと、つまりフィクションというのは、作り事、現実ではないことなわけですから、そのようなものが、現実の場所に、こう攻め込んでくる。で、そこでその現実とせめぎ合おうとするということをすることによって、そのフィクションは、自分が現実ではないこと、作り事であること、嘘であることが、現実とのこう現実との、現実と比較されること、現実と並べ置かれて、見られてしまうことによって、そのフィクションがフィクションであることがより際立ってしまうという危険を冒していると言えるということです。Was meine ich mit diesen Risiken? Wie Sie wissen, Fiktion ist nicht die Realität. Aber wir sprechen von einer Fiktion, die an einem reellen Ort entsteht, beziehungsweise eben auch ein wenig Einfluss auf die Realität an dem bestimmten Ort einnimmt. Das heißt, hier hat man stetig die Situation, dass Fiktion der Realität entgegengestellt wird. Das heißt, es wird immer stärker verdeutlicht, dass die Fiktion nicht der Wahrheit entspricht und auch nicht reell ist. Und das wird natürlich umso deutlicher, wenn man das mit der tatsächlichen Realität gegenüberstellt. けれども、現実の場所にこう攻め込んでいき、そこで現実と攻めぎ合い、それでもフィクションがフィクションとして成立している様を見せること。それこそが、演劇のフィクションの、特質だとも言えます。そしてそれが演劇のフィクションの、僕にとってはとても面白いと思っているところです。Aber gerade das ist für mich der sehr interessante Punkt, wenn jetzt die Fiktion in die Realität eindringt, sich mit der Realität misst und trotzdem als Fiktion geschaffen wird und zustande kommt. Das ist genau das, was wir im Theater auch zeigen. Und das ist, glaube ich, auch ein einmaliges Merkmal des Theaters, was für mich dieses Genre noch interessanter macht. ですから、このような状況の中で、場所を失うということは、演劇というフィクションにとっては、危険を冒すチャンスを失った。つまり、そこで、現実の中にそのフィクションが置かれて、それによって、それでも成立するところを、見せつけ、そうして、そのフィクションというものが、いかに強いものか、ここではその、一つ一つのそのフィクションの個別の内容がの強さということを言ってるわけではなくて、演劇において成立するのそのフィクションが成立するその仕方、その仕組みがとても強いものであるという意味で今強さと言いましたが、それを見せる、その強さを際立たそのようにして自分の強さ、演劇のフィクションの強さを際立たせていくということを、実現するチャンスを、奪われたということです。Das heißt,
Wenn wir nun keinen Ort mehr haben, an dem wir Theater schaffen können, bedeutet das gleichzeitig, dass wir eben dieses Risiko nicht mehr eingehen können, um die Fiktion mit der Realität zu messen bzw. zu vergleichen. Das heißt, wir haben nicht mehr die Möglichkeit wie bisher, die Fiktion in der Realität entstehen zu lassen und gerade auch die typischen Merkmale einer Fiktion vor Augen führen zu können. Und das hat man im Theater natürlich auch sehr deutlich umsetzen können. Und das können wir eben ohne diesen reellen Ort, an dem wir die Fiktion entstehen lassen können, als Theater nicht mehr umsetzen. このような状況の中で、どのようにして演劇は可能なのかということは、僕も、他にたくさん、そのことにお考え取り組んできた、取り組んできている、演劇の作り手、携わり手がたくさんいますけれども、その人たちと同じように、僕も考えました。Deswegen stellte sich mir und nicht nur mir, sondern auch vielen, vielen weiteren Theaterschaffenden oder eben Künstlern und Gleichgesinnten, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen mussten und sich nach wie vor auseinandersetzen, stellten wir uns die Frage, wie können wir unter diesen aktuellen Umständen Theater schaffen? けれどもそのようなことを僕は、このこの状況が本格化した、今年になるまで全く考えてこなかったわけでは、実はありませんでした。Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht unter der Corona-Pandemie zum ersten Mal mit dieser Frage auseinandergesetzt habe. 先ほどから、申し上げてますが、僕にとっては演劇というフィクションは現実的な場所の中で生じるものだと、ものです。で、これは、逆に考えることも、できる、と思います。つまり、あるフィクションが現実的な場所において生じているという状況を作り出すことができているのならば、それは演劇であると。Ich hatte bereits anfangs erwähnt, dass für mich das Theater, welches eben Fiktion produziert, etwas ist, was in der Realität entsteht, also in einem reellen Rahmen entsteht. Man kann diese Definition natürlich auch anders formulieren, nämlich wenn es möglich ist, in der Realität eine Fiktion entstehen zu lassen, dann könnte man das als Theater bezeichnen. そのように考えれば、いわゆる、演劇というのはこういう形式をしているという、ものとは別のものであっても、それを演劇であると、呼ぶことができる。それを演劇を作るんだというふうにして、それを作ることに取り組むことができる。So gedacht, das heißt, wenn man sich ein wenig trennt von dem Gedanken der Form des Theaters, das Theater so zu sein hat, und einen anderen Ansatz verfolgt, könnte man auch eben Theater in einer anderen Form entstehen lassen und diese auch schaffen. そのような取り組みを、数年前から、一つ、行っています。それは、僕らはそれを、映像演劇と呼んでます。これは、どういうことかをもう少し説明的に言いますと、映像インスタレーションを演劇として作るということ、はい、そう言って構わないかと思います。Und somit befasse ich mich schon seit einigen Jahren mit einer neuen Form des Theaters, was ich auf Japanisch Edo Engeki bezeichne. Das wäre etwas wie, ähnlich wie bei einem Projektionstheater, eine Art
Filminstallation als Theater. はい。で、その、作品の一つを、今から、映像で見ていただきたいと思います。A Man on the Door という作品です。では、はい、流していただけますか。Ein Werk möchte ich Ihnen hier an dieser Stelle zeigen. Das Werk trägt den Titel A Man on the Door. Hi. This door is not allowed to open. So don't open it. But if you open the door, you will see a beach behind this door. You will see a beach, but you can't see the ocean. You can't see the ocean because there's a really big concrete wall built on this beach. はい。これは、映像プロジェクションを、美術館の展示室の、ドアに対して、行うというやり方の作品です。Bei diesem Werk haben wir die Aufnahme als Projektion in einem Museum installiert. はい。今、映像で映っていた人が、話していたことは、ですから全部嘘です。Diese Tür befand sich auch in diesem Museum. Allerdings ist natürlich das, was als Inhalt hier von diesem Mann gesagt wurde, alles Fiktion. Das ist, entspricht nicht der Realität. はい。あれはその美術館のあのドアの向こうは、まあ、職員用の通路。とかバックヤードとかでしかありませんから。Denn hinter dieser Tür befindet sich, wie in jedem Museum, auch nur der Zugang für das Personal zum Beispiel. ただし今のものを、美術館のあれが展示されている空間の中で、実際に体験すると、あの言葉を真に受けざるを得なくなります。そして、そんなはずはないと、分かっていても、あのドアの裏側に、今のテキストによって言及されていた風景、海の風景っていうものがあるということを、思い描かずにはいられなくなります。Aber wenn jetzt der Zuschauer sich in dieses Museum begibt und genau diesen Raum betritt, an die oder beziehungsweise vor dieser Tür steht, an dem dieser Film projiziert wird und das erlebt, neigt man dazu, dem zu glauben, was der Mann einem sagt. Auch wenn man irgendwo weiß, dass es bestimmt nicht der Realität entsprechen kann, fängt man an, sich vorzustellen, was für eine Landschaft sich hinter dieser Tür verbergen mag. Und man fängt an, sich vorzustellen, diese Landschaft, von der dieser Mann erzählt, dass sie vielleicht tatsächlich hinter dieser Tür sein könnte.映像で、撮影されたパフォーマンスが投影されることによって、その投影された場所で、そのパフォーマンスが生み出そうとしているフィクションが生じる、ですからこれは僕にとっては演劇です。Und diese Fiktion entsteht tatsächlich an dem Ort, an dem diese Aufnahme als Performance installiert wurde und deswegen würde für mich dieses Werk in die Kategorie Theater fallen. このような取り組みを、まあ、この状況の中で、振り返ってみると、まあ、偶然、前、数年前から取り組んでいた。そして、それが、あたかも、この状況に、現在の状況に対して、ちょっと準備していたみたいな感じに、結果的には、なりましたね。
Die Tatsache, dass ich mich seit einigen Jahren mit derlei Projekten auseinandergesetzt hatte, hat rückblickend nun dazu geführt, dass ich mich gut auf die heutige Situation vorbereiten konnte. ただし、今の作品は、パフォーマンスの側、つまり、役者の側は映像という、つまりその場に実際にいるわけではないという、存在に映像というものに置き換えられていますが、それを、美術館の展示室という現実の場所で見ること、そこでそのプロジェクションを体験することが前提になっているという意味では、現在の状況に、完全に対応している、現実の場所を失われて演劇が成立するのかということに対しての答えとしては、まだ半分、半分にも満たないぐらいのものでしかまだない。Allerdings muss auch festgestellt werden, dass bei diesem Werk sich zwar der Darsteller, der Schauspieler nicht an diesem Ort befindet und durch diese Filmprojektion ersetzt wird, aber der Zuschauer sich an einem realen Ort aufhält und diese Erfahrung tatsächlich an einem realen Ort macht. Und das unterscheidet natürlich auch die Situation von heute, denn heute haben wir das Problem, dass wir diesen Ort nicht haben. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mit dieser Form des Werkes eine Antwort auf die heutige Frage gefunden habe, dass uns der Ort des Schaffens genommen wurde. 今年に入って、このような状況であるということが、はっきり現れてから、劇場で今まで我々が普通当たり前のことと思っていたような仕方で演劇の上演が行えなくなった中でどういうふうに、演劇を、行っていくか、ということを具体的に考えるようになった時に、今お見せしたようなこれまでやってきてすでにやってきていた映像演劇の取り組みを応用させる形で、いくつかの取り組みを行いました。Als in diesem Jahr dann deutlich wurde, dass immer mehr ein Theater, so wie wir es bislang gekannt hatten, nicht mehr möglich werden würde oder auch wurde, was bis dato eine Selbstverständlichkeit für uns war, wir hatten immer einen Ort des Schaffens, mussten wir uns natürlich überlegen, wie wir weitermachen würden. Und dafür war es allerdings eine gute Erfahrung, dass wir eben diese Projekte bereits durchgeführt hatten. Wir haben diese Projekte als Basis genommen, um dann quasi eine konforme Form zu finden, mit der wir auch in diesen Zeiten eine Form des Theaters schaffen können. 俳優の、パフォーマンスを、あのように映像で撮影し、それをプロジェクションするという、手法としては、同じものを使って、今年、作った中の一つの作品を見ていただこうと思います。Und dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, das dieses Jahr entstanden ist. Von der Form her ähnelt das sehr dem anderen Werk, was ich Ihnen eben gerade schon gezeigt habe, dass wir die Performance der Darsteller im Vorfeld aufgezeichnet haben und diese projizieren. Sie sehen das Beispiel. では映像を流していただけますか? はい、ここで、行ったことの一つは、
舞台を作るということでした。Was haben wir hier gemacht? Als erstes haben wir hier eine Bühne geschaffen. ある、ここではないその、この、そのフィクションの中での、場所、その場所で、起こる、物語というものを、上演するために、その場所は、例えばテキスト作品を読むときのようにな仕方で、受け取る人の頭の中に、浮かぶというのでは演劇でのおいては不十分で、それが現実的などこかの場所に場所とそのフィクションの、場所が重なり合う必要がある。そのための場所としての舞台、まあ今の映像ではテーブルですけれどもを、用いました。Eine Theateraufführung umzusetzen, benötigen wir einen Ort, der jetzt nicht sich hier befindet, an dem die Fiktion entstehen kann. Denn wir können bei einem Theater nicht so vorgehen wie bei Romanen oder bei Texten, bei denen die Fiktion innerhalb der Vorstellungskraft des Lesenden entsteht. Und deswegen haben wir hier zunächst einen Ort geschaffen, eine Bühne, an dem eben die Realität vorhanden ist und an dem die Fiktion stattfinden kann. Hier ist der Tisch, die Bühne. そのためには、パフォーマーが、例えば、Zoom のような形式で、それぞれの、場所にいる、つまり一つの場所が存在しないという状況の中ではそれは生まれませんので、なので、それぞれの人はそれぞれ自分の家とかに、今見ていただいたものにでもいるんですけれども、それを、一つの場所、テーブルの上に、集めて、プロジェクションすることによって一つの場所に、いるという状況を、これもフィクションですけど作りました。Dann haben wir die Darsteller, die jeweils an einem reellen Ort sind, aber an unterschiedlichen Orten, teilweise auch bei sich zu Hause. Das ist genauso, wie Sie jetzt gerade vor dem Zoom-Bildschirm sitzen würden. Diese galt es an einem Ort zu vereinen, und dafür galt der Tisch als Ort des Geschehens, an dem die Darsteller projiziert wurden. Natürlich ist dann auch diese gesamte Situation wieder eine Fiktion.はい、また、そのようなフィクションはある現実の状況の中で起きているということを、強調するために、外の通りが、見える場所にその舞台を置き、そのフィクションとは全く関係なく流れている現実の世界というものと、そのフィクションを平置する並び置くっていうことをを試みました。zu verdeutlichen, dass diese Fiktion in der Realität geschieht, haben wir versucht, im Hintergrund tatsächlich die reale Welt zu zeigen, indem auch absichtlich der Hintergrund mit der Straße und den vorbeifahrenden Autos gezeigt wurde, die mit dem fiktiven Geschehen auf der Bühne nichts zu tun hatten.これによって、舞台上で、フィクションが起こっているという状況を現実、実際のこの例えば劇場のといったような場所ではないところで、行うということは実現できたように思っています。Dadurch haben wir eine Fiktion auf einer beliebigen BühneHier entstehen lassen können, auch wenn wir jetzt kein Theater zur Verfügung hatten. ただし、今の作品でも、まだ、実際の場所を持たずに演劇を成立させられているかということはでが従前に行われているとは言えない。Nichtsdestotrotz kann man auch von diesem Werk jetzt nicht behaupten, dass dieser ohne Ort zustande gekommen ist.というのは、
上演が、ですね、例えばオンライン環境で、あるデバイスの画面の前で見ている人が、現実の空間で上演が行われている演劇の観客と同じようにその作品の観客であるとはまだ言えないからです。Denn man kann diese Situation nicht eins zu eins vergleichen mit einer Situation, in dem sich das Publikum befinden würde, wenn es einem tatsächlichen Theaterspiel im Theater beiwohnen würde. Wenn man jetzt online vor einem Device sitzt und sich das anschaut, ist es nicht dieselbe Erfahrung vergleichbar mit einer Erfahrung im Publikumssaal des Theaters. が成立するその、観客であるこのような状況で例えばデバイスの画面を見ることがなるということは、できてませんが、ただし、演劇が、このように、ある場所において成立するんだというその状況を、見るということは成立させられていると思います。Allerdings haben wir hier mit diesem Werk schon zeigen können, dass Theater ein wenig ortsunabhängiger tatsächlich gestaltet werden kann und dass man eben dies auch sehen kann, auch wenn man jetzt nicht direkt vor Ort dieses Theaterstück erleben kann. Also so weit sind wir noch nicht, aber eine Vorstufe davon haben wir erreicht. 別の言い方をすると、劇中劇であれば、この、成立させることができるということは自分は分かったような気がしているんです。Anders formuliert, würde ich behaupten, dass es uns gelungen ist, ein Theater im Theater zu schaffen. 僕は以前から割と劇中劇というのが好きです。理由はおそらくそれが、演劇というものがこのようにして成立しているんだというその状況を、演劇よりも劇中劇の方が、より、意識的に見せることができるからだと思います。Theater im Theater war schon immer eine Faszination für mich, denn ich würde behaupten, dass man eben durch das Theater im Theater noch mehr verdeutlichen kann, wie Theater überhaupt zustande kommt. というわけで、この状況でも劇中劇であれば成立させられるというところまでは、僕は分かったと思っているんですけども、では劇中劇ではなくて、演劇はどうかというとまだそれが僕には分かりません。できるこうすればできるというところまでは届いていません。Das heißt, in der aktuellen Situation ist es durchaus möglich, ein Theater im Theater zu schaffen. Dass es bei mir hier Klick gemacht hat, dass ich hier etwas verstanden habe. Aber wenn es jetzt darum geht, wie sieht es mit dem tatsächlichen Theater aus? Da stellen sich bei mir noch sehr viele Fragen und ich selbst habe dafür noch keine Lösung gefunden. さて、ここまでは、上演、演劇、そして、そこで行われる上演や、それを見る観客という話をしてきたときに、なんかこうとてもなんていうのかなユニバーサルな、ものとしてのイメージしか、そこに与えずに話してましたけれども、実はそんなことはなくってどんな上演も、どんな観客もある特定の文脈を、持っています。なので、ある、演劇が行われる、現実的な場所で、上演と、観客が、出会うということには、上演が持つ文脈と、観客が、属している文脈、
が、その2つの文脈が異なるということがあり得て、ですからその演劇の場所というのは、異なる文脈が、混じり合ったり出会ったりする場所にすることが、することもできるんです。Bisher habe ich darüber gesprochen, über das Theater, wie Theater aufgeführt werden, wie es sich mit dem Publikum verhält. Das waren eher so universelle Gedanken, die ich beleuchtet habe. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Theater ausmacht, denn jedes Theater und jedes Publikum hat einen bestimmten Kontext. Das heißt, wenn ich an einem realen Ort eine Aufführung habe und dort die Aufführung und das Publikum sich begegnen, ist es tatsächlich so, dass unterschiedliche Kontexte, einmal der Kontext des Werkes und einmal der Kontext des Publikums hier sich begegnen und die müssen nicht zwangsläufig dieselben Kontexte sein. Das heißt, Theater ist auch ein Ort, an dem sich unterschiedliche Kontexte treffen. 異なる文脈が交錯する場所、そういう機会を作るためのものとしての演劇ということも、演劇ということにも僕はとても、重要性、意義、価値を、感じています。まあそれは僕自身が、それこそドイツで、そういう機会を多くここまでもらってきましたけれども、その経験を通して、すごく大きな、ものを得ることができたと、心から思っているというからでもあります。Deswegen ist es für mich auch wichtig, dass eben diese unterschiedlichen Kontexte, die sich begegnen und die sich auch miteinander vermengen, auch Bestandteil des Theaters ist und bleibt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für mich, denn ich selbst habe sehr viel Erfahrung sammeln dürfen durch die unzähligen Gelegenheiten, die ich hier in Deutschland erhalten habe, und ich habe daraus sehr viel gewonnen. はじめに現在の状況は、場所というものを私たちから奪ったと言いましたけれども、場所奪われたのは場所だけでは、なくて、それと同じぐらい僕にとって重要なものとしてものの中で、奪われてしまったものが、あります。それは移動です。Zu Beginn hatte ich erwähnt, dass uns der Ort des Schaffens genommen wurde. Aber genommen wurde uns nicht nur dieser Ort, sondern auch der Transfer bzw. die Mobilität. 現実の場所で、異なる、文脈が出会うということを生じさせるには、もちろん移動が行われる必要があります。だから、この状況は、仮に、オンライン環境でどのようにそのここまで話したような仕方で演劇という、美学的な仕組みっていうものを成立させることはできたとしても、それを異なる文脈の混じり合うものとしてそのことを用いるということができるかどうかというのは、また別の、そしてもしかしたらさらに難しい、課題です。Damit an einem reellen Ort unterschiedliche Kontexte aufeinandertreffen, ist es unabdingbar, dass wir uns von Ort A nach Ort B bewegen können. Und das ist für mich der springende Punkt. Selbst wenn wir es tatsächlich dann schaffen werden, online in gewisser Weise den ästhetischen Aspekt des Theaters umzusetzen und diese Formen auch des Theaters umzusetzen, wird es noch lange nicht diese Begegnung der unterschiedlichen Kontexte geben. Das ist nämlich wieder ein ganz anderes Medium und wir benötigen dafür eine andere Voraussetzung. Und womöglich ist das eine noch schwierigere Herausforderung. 例えば古典の作品を現代においてやったときに、
もともとその古典が想定の作品が想定してたであろうものとは全く違う意味合いを帯びるというこいうそういう時代的なコンテクストということではには、この状況はあまり、ダメージを受けてないかもしれませんが、地域的なコンテクスト、文化的なコンテクストの異なりっていう、で、そこから生み出される、実際にやってみな、見るまでは想定もできなかったような何かが生まれるという、驚き。それは僕はものすごく、面白いことだと思ってますが、そういうことがこれから生まれるという度合いが、このままだと、下がってしまうでしょう。それは、今僕はとても懸念しています。Wenn man zum Beispiel eine klassische Ausstellung nehmen würde, die man in die Gegenwart überträgt, gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen und auch Interpretationen, weil sich natürlich die Zeiten geändert haben. Aber ich meine da mit den unterschiedlichen Kontexten nicht nur derlei Kontexte, was die jeweiligen Zeiten und die Ehren angeht, sondern diese werden vielleicht noch eher übertragbar sein, aber regionale Kontexte oder kulturelle Kontexte, Überraschungen, die erst dann an die Oberfläche treten, wenn man etwas umgesetzt hat. Das ist ja eigentlich das Spannende auch am Theater und was ich sehr faszinierend an den Projekten finde, das wird immer schwieriger und da sehe ich auch noch für die Zukunft noch keine richtige Lösung und ich befürchte, dass eben diese kontextuellen Begegnungen darunter leiden werden. くださるマーティンさんとかユリアンさんはまさにそういうことを起こす場としてのフェスティバルを運営されている方ですから、この後、今申し上げたことはこの後のシンポジウムに引き継いでお話を、聞けたらなと思ってます。Wir werden ja im Anschluss noch die Gesprächsrunde auch mit Martin und Julian haben, die gerade auch solche Festivals veranstalten, an denen diese kontextuellen Begegnungen ja auch gefördert werden sollen. Insofern denke ich, dass jetzt dieses Thema nicht hier endet, sondern dass wir das bestimmt auch in unseren Dialog im Nachgang mit aufnehmen können. Ich bin auch gespannt auf Ihre Kommentare. 以上です。ありがとうございました。Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.